Die Genossenschaft Alte Schule Bühl hat ein klares Ziel vor Augen. Sie will ein Stück Baukultur, ein Stück Geschichte und vor allem ein Stück gebaute Heimat im Allgäu retten. Das historische Gebäude stand im Jahr 2020 kurz vor dem Abriss. Es sollte für ein Dorfgemeinschaftshaus Platz machen. Dagegen regte sich Widerstand, sagt Guido Böck, Vizevorstand der Alten Schule Bühl. Das ist hier ja ein ganz spezieller Ort in Bühl, auf dem Kirchbichl. Und dieses historische Gebäude gehört eigentlich zu dem Gesamtensemble dazu. Es wäre eigentlich eine große Lücke entstanden, wenn man es abgerissen hätte. Und darum haben wir uns eben engagiert und gesagt, es kann nicht sein, dass man so ein Gebäude abreißt. Wir fahren immer in Urlaub und bewundern die alten schönen Städte. Und praktisch im eigenen Land darf man dann solche Gebäude abreißen. Und darum haben wir gesagt, da müssen wir was dagegen tun. Die alte Schule mit direktem Blick auf den Alpsee ist ein charakteristisches Landschulhaus aus dem Jahr 1865. Hier haben mehr als 100 Jahre lang Mädchen und Jungen die Schulbank gedrückt, gelernt und gepaukt. Jetzt soll dem Gebäude ein neues Leben eingehaucht werden, erklärt Vorständin Susan Funk. Eine Schule ist ja einfach ein öffentliches Gebäude und deswegen haben wir uns ein Nutzungskonzept überlegt, das vorsieht, dass wir im Erdgeschoss ein Dorfcafé eröffnen, oben drüber in dem zweiten Schulsaal einen Dorfsaal, wo man feiern kann und auch Veranstaltungen stattfinden können. Und im Altbau soll ein Start-up-Bereich eröffnen und im Erdgeschoss im Altbau ein Raum für Kunsthandwerk. Also eine möglichst breite Nutzung für viele Menschen, dass es eben wieder neues Leben gibt in der alten Schule. Aus der Initiative ging schließlich eine Genossenschaft hervor, die der GVB 2022 bei der Gründung begleitete. Für Funk ist das die beste Rechtsform, um das ambitionierte Projekt umzusetzen. Die Genossenschaft bietet einfach viele Vorteile, wenn es darum geht, Menschen einzubinden. Wir wollten einfach, dass Menschen sich identifizieren können, auch mit dem Gebäude, mit dem Ort und das gemeinsam tragen. Weil so ein großes Projekt, die Sanierung von einem denkmalgeschützten Gebäude, muss auf viele Schultern verteilt werden. Und hat funktioniert, es fruchtet, es ist sinnstiftend für ganz viele Menschen. Sinnstiften und sich mit der Region identifizieren. Das schafft die Genossenschaft mit der alten Schule in Bühl. Sie gestalten gemeinsam ein generationsübergreifendes Projekt für die Zukunft. Und Zukunft braucht Vergangenheit.